Der Stand im Qigong heißt Mabu, Reiterstand. Im Shaolin-Neijin Yizhichuan Qigong sind die Füße parallel und schulterbreit, die Knie sind angewinkelt und nicht durchgedrückt, so dass ein Lot aus der Kniescheibe noch die Fußfläche berühren würde, denn so kann die Wirbelsäule sich auspendeln und strecken. Beim Shaolin Neijing Yizhichuan Qigong kommt es dann hinzu, dass die Hände in der Grundposition in dieser Art über dem Boden gehalten werden. Das Stehen ist eine Tätigkeit, die das klare Wahrnehmen des tragfähigen Bodens unter unseren Füßen und gleichzeitig eine geeignete Reaktion auf diesen Halt ermöglicht. Wie gut ist Ihre Fähigkeit ausgebildet, auf diesen sicheren Halt, den der Boden zu bieten hat, empfindungsgemäß zu reagieren? Und wie stark kann sich jeder von uns mit seinen Füßen identifizieren? Das Stehen ist einer der gewöhnlichsten Vorgänge des täglichen Lebens. So gewöhnlich und alltäglich, dass wir ihm kaum noch Beachtung schenken, weil wir meinen, stehen? Das kann ich doch. Das Stehen wird in unserer Kultur leider überhaupt nicht als sinnvolle Tätigkeit anerkannt. Deshalb bekommen immer mehr Menschen Probleme mit ihrer Standhaftigkeit. Spüren Sie überhaupt noch, worauf Sie stehen? Wenn wir sagen, da stehe ich drauf, dann meinen wir etwas anderes als den Boden unter unseren Füßen. Das besondere Problem des Stehens besteht darin, dass man uns schon als Kind viel zu oft gesagt hat, dass das Herumstehen nutzlos ist, eben langweilig und ermüdend. Unsere Eltern haben uns das gesagt, unsere Lehrer und unsere Vorgesetzten, eben alle. Und wenn es alle sagen, dann muss es ja auch so sein, oder etwa nicht. Aber wollen wir uns nicht lieber überraschen lassen und eine eigene Erfahrung davon machen, was uns diese Art von Standmeditation zu bieten hat? Wenn Sie jetzt den Boden unter den Füßen spüren, wie ist es dann, die Verbindung, die Sie zu ihm haben? Ist sie eher stark oder schwach? Stehen Sie wirklich mit dem ganzen Gewicht gleichmäßig verteilt auf dem Boden? Sind die Knie locker? Da ist wirklich etwas da, was Sie immer als so selbstverständlich hingenommen haben, dass Sie es nie wirklich erfahren haben. Erinnern Sie sich, während Sie im Qigong stehen, an Ihre Kindheit, an eine Zeit, als Sie noch nicht alles in richtig und falsch eingeteilt haben, um jetzt wieder voll und ganz natürlich zu stehen. Diese Anweisung, steh gerade, nimm die Schultern zurück und die Brust raus, hat so viel an Natürlichkeit zerstört, dass es zunächst schwer ist, wieder natürlich zu stehen. Dabei hat ein natürliches Stehen uns so viel zu bieten. Wenn wir während der Qigong-Standmeditation achtsam in die Füße spüren, dann können wir merken, meine Füße sind voller Leben und sie erforschen, was sie berühren. Stehen Sie wirklich mit dem ganzen Gewicht gleichmäßig verteilt auf dem Boden? Sind die Knie locker? Da ist wirklich etwas da, was Sie immer als so selbstverständlich hingenommen haben, dass Sie es nie wirklich erfahren haben. Erinnern Sie sich, während Sie im Qigong stehen, an Ihre Kindheit, an eine Zeit, als Sie noch nicht alles in richtig und falsch eingeteilt haben, um jetzt wieder voll und ganz natürlich zu stehen. Diese Anweisung, steh gerade, nimm die Schultern zurück und die Brust raus, hat so viel an Natürlichkeit zerstört, dass es zunächst schwer ist, wieder natürlich zu stehen. Dabei hat ein natürliches Stehen uns so viel zu bieten.
Wenn wir während der Qigong-Stand-Meditation achtsam in die Füße spüren, dann können wir merken, meine Füße sind voller Leben und sie erforschen, was sie berühren. Sie stehen da nicht länger nur auf ihren eigenen Beinen, sondern vielmehr auf etwas, was sie wirklich fühlbar von unten stützt, und zwar der Erde. Und das Gefühl der Verbindung mit der Erde kann durch die Beine in den Körper aufsteigen, wenn sie überprüfen, wie hoch ist das Becken über dem Boden. Wenn Sie regelmäßig Standmeditation üben, dann wird die Durchlässigkeit des gesamten Körpers immer besser, so dass dieser sensible Kontakt mit dem Boden im ganzen Körper als Energie spürbar wird.